Ausgerechnet mit ihrem Bestseller Die Selbstgerechten, ein Buch, in dem Sarah Wagenknecht mit sogenannten Lifestyle-Linken und Teilen der eigenen Partei abrechnet, verdiente die Abgeordnete 720.868,99 € brutto. Insgesamt gehört Wagenknecht mit 750.000 € Nebenverdiensten aktuell sicherlich zu den Top-Verdienern im Bundestag. Ihrer eigenen Partei schmeckt das ganz und gar nicht. Grund zum Jubeln gibt es bei den Linken schon lange nicht mehr. Die Hauptursache? Der andauernde Streit mit Sarah Wagenknecht. Jetzt wurde bekannt, dass die Bundestagsabgeordnete in den letzten 2 Jahren mehr als 750.000 € nebenbei verdient hat. Hohe Nebeneinkünfte als Politikerin bei den Linken, das passt so gar nicht zu der Parteiideologie, meint Chefin Janine Wissler und teilte mit: Wenn Abgeordnete Zehntausende Euro Nebenverdienste haben und sogar Geld von der Schweizer Finanzindustrie nehmen, dazu hochdotierte Podien und Vorträge bei der Wirtschaft, ist das ein Problem. Der höchste Anteil von Wagenknechts Nebeneinkünften kommt jedoch von ihrem Buchverkauf. 721.000 € hat sie für ihren Bestseller Die Selbstgerechten verdient, ein Buch, in dem sie mit sogenannten Lifestyle-Linken und Teilen der eigenen Partei abrechnet. Der restliche Verdienst entfällt auf die Teilnahme an mehreren Veranstaltungen oder Honorare für Vorträge. Der größte Streitpunkt bei den Linken ist jedoch die Aussage von Wagenknecht, dass sie überlegt, eine eigene Partei zu gründen. Ich muss sagen, ich bin wirklich stinksauer. Sie, Sarah Wagenknecht, muss sich jetzt eindeutig von ihrer Idee der Gründung einer Konkurrenzpartei distanzieren. Sonst muss sie die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Das ist ein Gebot des Anstandes. So viel Respekt sollte sie gegenüber der Partei, die sie bekannt gemacht hat, zeigen. Spätestens seit der sogenannten Friedensdemonstration von Mitveranstalterin Wagenknecht hängt der Haussegen bei den Linken schief. Die Partei kritisiert, die Veranstaltung hatte nichts mit linker Friedenspolitik zu tun gehabt. Denn bei der Demonstration waren auch Teilnehmer aus dem rechten und rechtsextremen Milieu anwesend. Ich begrüße euch auch alle hier auf diesem Platz. Ich muss sagen, das ist Die Linke und Sarah Wagenknecht auf Konfrontationskurs. Und vielleicht rechnet sie bald ein zweites Mal mit linken Politikern ab. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.